Das nächste Thema, das jetzt hier behandelt wird, das ist die berufliche Bildung. Und es wird beraten, der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 2016. Und da geht es um die Vorlage von Zahlen aus dem Ausbildungsjahr 2015. Aus vielen, vielen Themen, die da verhandelt werden, nur eins hervorgegriffen, das ist der Trend zur Akademisierung. Es fehlen Lehrlinge, Auszubildende in Deutschland. Es gibt viele, viele, viele Studenten. Erster Redner ist Thomas Feist, CDU, CSU. Wir haben in Deutschland zwei Systeme der Bildung, die sich nach der Schule anschließen. Das ist die akademische Bildung und die berufliche Bildung. Und beide Systeme, das ist meine tiefe Überzeugung, müssen im Gleichklang sein, weil sie gleichwertig sind. Und wenn wir heute den Berufsbildungsbericht debattieren und zur Kenntnis nehmen, dann stellen wir fest, dass die Zahl derer, die eine berufliche Bildung beginnen, nahezu konstant geblieben ist. Und die Zahl derer, die eine akademische Laufbahn zumindest anfangen, ich rede nicht von vollenden, stark gestiegen ist. Und das ist aus meiner Sicht etwas, wo die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung aus dem Lot zu geraten scheint. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, etwas stärker uns für die berufliche Bildung zu engagieren. Und ich bin unserer Ministerin, Frau Professor Wanka, sehr verbunden, dass sie diesen Ansatz des Parlaments nach Kräften unterstützt. Berufliche Bildung, und das kann man nicht oft genug sagen, heißt nicht, dass man einen Gesellenbrief macht. Das auch. Aber danach geht es weiter. Man kann sich weiterbilden. Techniker, Betriebswirt, Meister. Die berufliche Bildung bietet viele Aufstiegschancen. Wir haben einige von denen verbessert, zum Beispiel durch ein besseres Meister-BAföG. Aber wir müssen dafür werben, dass der Blick für den Aufstieg in der beruflichen Bildung neu geschärft wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an dem, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir auch dran. Die berufliche Bildung. Man muss sehen, wer fängt so eine Ausbildung an. Und der Berufsbildungsbericht zeigt es ganz deutlich, dass mittlerweile ein Viertel derer, die ein Abitur erworben haben, auch finden, dass die berufliche Bildung attraktiv ist. Weil man auch die Möglichkeit hat, nach einer beruflichen Bildung sich nicht nur weiter und fortzubilden, sondern auch ein Studium zu beginnen. Und ich finde es wichtig, dass wir das Wissen um die berufliche Bildung und um den Wert der beruflichen Bildung schon frühzeitig an alle Schüler in allen Schulformen vermitteln. Denn das schließt die Gymnasien mit ein. Und nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern ich finde, wir müssen auch verstärkt auf die Lehre zugehen. Die Lehrer kommen aus der Schule, gehen zum Studium und gehen wieder in die Schule. Ich möchte Ihnen jetzt keinen Vorwurf daraus machen, dass man die berufliche Bildung nicht kennt. Aber die Lehrer haben ja gerade in ihrer akademischen Laufbahn etwas, was auf den Abschluss, auf eine Verwendung hin bezogen ist. Und ich denke, wir haben dort gute Möglichkeiten, mit den Lehrern gemeinsam anzuknüpfen und für die berufliche Bildung zu werben. Im Übrigen auch dafür zu sorgen, dass durch eine flächendeckende Berufsorientierung gewährleistet ist, dass man nicht ein Studium anfängt und dann nach einem oder zwei Semestern feststellt, dass es der falsche Weg war. Wenn so etwas passiert, und das kann immer passieren, dann müssen wir auch dort Vorsorge treffen. Und das haben wir getan. Wir haben mit dem Ministerium gemeinsam Chance Beruf eingeführt. Diejenigen, die nach wenigen Semestern merken, eine berufliche Bildung wäre vielleicht besser, bekommen in den Hochschulen schon eine Beratung. Und es ist gut, dass wir denjenigen auch eine Perspektive eröffnen, dass es nicht heißt, ein abgebrochenes Studium ist ein Scheitern, sondern man kann den Umstieg in die berufliche Bildung wagen, und dafür ist es nie zu spät. Wenn wir uns den Berufsbildungsbericht genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir immer weniger Betriebe haben, die ausbilden. Und das hängt aus meiner Sicht ganz entscheidend auch damit zusammen, dass wir vor mehr als 10 Jahren etwas getan haben, was man durchaus als Fehler bezeichnen kann. Wir haben damals für viele Berufe die Meisterpflicht abgeschafft, um die Mobilität zu erhöhen. Das ist auch gelungen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, Mobilität ohne Qualität, was ist denn das wert?
Das ist nichts wert. Und ich will das an einem Beispiel mal verdeutlichen. Aus dem Baugewerbe, die Fliesenleger. Meisterpflicht abgeschafft. Wir hatten damals 12.000 Meisterbetriebe im Fliesenlegerhandwerk. Mittlerweile hat sich diese Zahl versechsfacht. 72.000 Fliesenlegebetriebe haben wir in Deutschland, die hier tätig sind. Aber die Ausbildungsquote ist um 50% gesunken und die Meisterquote, das heißt der Aufstieg im Fliesenlegerhandwerk, sogar um 80%. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns auch stark machen, gemeinsam mit anderen Kollegen, auch aus dem Europäischen Parlament, denn die sind das, die entscheiden, dass wir diesen Schritt nach Möglichkeit korrigieren. Abschließend gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Natürlich kann die Politik Rahmenbedingungen setzen und gute Bedingungen für die berufliche Bildung schaffen. Dennoch schafft Politik nicht einen einzigen Ausbildungsplatz, mal von einigen hier im Parlament abgesehen. Das gibt es ja auch. Und deswegen, denke ich, ist es gut und richtig, an dieser Stelle auch der Wirtschaft, dem Mittelstand und dem Handwerk zu danken, dass wir die Zahlen haben, die wir im Berufsbildungsbericht nachlesen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir unterstützen diese Unternehmen dabei, dass sie auch gute Lehrlinge finden. Und da ja Ausbildungsmärkte regionale Märkte sind, ist es so, dass man vielleicht an diesem Beispiel auch von Sachsen mal lernen kann. Ich freue mich, dass die Vertreterin Sachsens hier auf der Bundesratsbank Platz genommen hat. Denn dort haben wir die Anzahl der Auszubildenden um 2,3% erhöhen können. Und man sollte mal überlegen, warum das gelungen ist. Und man kann davon lernen. Abschließend vielleicht noch eins, und da wird sich der Kollege Spiering, der gerade so ein bisschen gemosert hat, auch besonders freuen. Die Länder sind natürlich auch in der Pflicht. Und die Länder, das meine ich besonders im Hinblick auf die Berufsschulen. Die Berufsschulen, die oftmals in den Kultusministerien nicht das fünfte, sondern das sechste oder siebte Rad sind, die müssen verstärkt werden. Und es geht nicht darum, dass wir die Länder auffordern, Kathedralen zu bauen. Aber eine gute Ausstattung der Berufsschulen ist nötig und wichtig. Und wir werden diesen Schritt nach Möglichkeit unterstützen. Vielen Dank. Soweit Thomas Feist, CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Rosemarie Hein, der Sprecherin für Bildungspolitik der Linksfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will meine Rede mit einem Dank beginnen. Einem Dank an das Bundesinstitut für Berufsbildung. Von ihm werden wir Jahr für Jahr mit verlässlichen Daten zur Entwicklung der beruflichen Bildung versorgt. Daten, die die Politik zum Handeln anregen sollten. Aber irgendwie tut sie das nicht. Außer, dass die Liste der von Bund und Ländern aufgelegten Unterstützungsprogramme, deren Namen man sich ja nicht alle merken kann, immer länger wird. Ansonsten gibt es keine wirkliche nachhaltige Reaktion. Auch, dass die Ende des Jahres 2014 geschlossene Allianz für Aus- und Weiterbildung, der die Bundesregierung angehört, bringt wie alle Pakte nicht die von ihr gewünschten Ergebnisse. Obwohl nun auch die Gewerkschaften am Tisch sitzen. Ich will nur ein Beispiel nennen. 20.000 zusätzliche Stellen sollten gemeldet werden und nicht einmal die Hälfte ist erreicht. Das ist eine Bankrotterklärung. Darum kann ich auch nicht verstehen, wieso in der Öffentlichkeit immer wieder von einer positiven Gesamtbilanz des Berichts gesprochen wird. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge geht leicht zurück, die Zahl der ausbildenden Betriebe auch. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsverträge ist zwar leicht gestiegen, um 0,1%, das sind deutschlandweit ganze 500 Verträge mehr, aber im Bericht wird das als ein erfreulicher Anstieg bezeichnet. Dafür aber wurden 19.000 außerbetriebliche Ausbildungsplätze abgebaut. Ob das eine kluge Entscheidung war, möchte ich bezweifeln. Denn wir wollen auch den vielen zugewanderten jungen Menschen eine Ausbildung ermöglichen. Und vielleicht könnten wir die dann gerade noch eine ganze Weile brauchen. Die Veränderungen nach oben und nach unten in diesem Bericht bewegen sich alle im 0,%-Bereich. Und es sind nach wie vor 80.000 erfolglos suchende Bewerberinnen und Bewerber, darunter 20.000, die überhaupt kein Angebot erhalten haben. Das ist keine positive Gesamtentwicklung, sondern Stagnation. Und das zieht sich nun schon über Jahre hin. Und der einzige Posten, der wächst, ist der der unbesetzten Ausbildungsplätze. Der nämlich ist um 10% gewachsen auf 41.000. Aber doppelt so viele haben erfolglos gesucht. In einigen Branchen und Berufen ist die Bewerberzahl dabei doppelt so hoch wie die der angebotenen Ausbildungsplätze.
In anderen Branchen bleiben Tausende Ausbildungsplätze frei. Und die Bundesregierung erklärt das seit Jahren mit Passungsproblemen. Ich glaube nicht, dass sie das sind. Und ich will das mal an einem vielleicht sehr drastischen Beispiel deutlich machen. Der erfolglosen Bewerberin auf eine Stelle als Tierpflegerin kann man doch nicht ernsthaft anbieten, lieber Fleischerin zu werden, weil das ja auch irgendwie was mit Tieren zu tun hat. Nein, dieser Zustand der offenen Plätze hat mit der Attraktivität von Berufen und der Ausbildungsqualität ebenso zu tun wie mit Erwartungshaltungen bei Unternehmen. So meinte kürzlich ein gar nicht so kleines Unternehmen, alle seine Ausbildungsplätze benötigten unbedingt das Abitur als Zugangsvoraussetzung. Das Unternehmen bildet zum Beispiel Industriekaufleute, Elektronikerinnen und Fachkräfte für Abwassertechnik aus. Anspruchsvolle Berufe durchaus, aber warum sind dafür die anderen Schulabschlüsse nichts wert? 270.000 Jugendliche befinden sich diesmal im Übergangssystem. Die Erhöhung soll sich erklären aus der Zuwanderung. Zahlen können das nicht belegen, aber ich will das mal so akzeptieren, weil anders lässt sich es halt auch fast nicht erklären. Sie warten dort alle auf eine vollwertige Ausbildung. Und mehr als 3/4 von ihnen hat einen gültigen Schulabschluss. Und dass dieser Übergangsbereich ein geeignetes Mittel ist, alle jungen Menschen, die es wollen, in Ausbildung zu bringen, das ist auch ein Märchen. Und das kann man auch leicht sehen im Bericht, nämlich wenn man die Zahlen der sogenannten Altbewerberinnen betrachtet. Das waren im vergangenen Jahr 185.000. Ich möchte gerne noch mit einem anderen Märchen aufräumen. Das ist die vermeintlich zu hohe Studierneigung, die Attraktivität der dualen Ausbildung gefährden solle. Doch das ist ein Trugschluss und zudem ist es weltfremd. Zum einen gehen viele junge Menschen mit Abitur den Weg einer dualen Ausbildung, mein Vorredner hat es gerade gesagt, und zum anderen nehmen die Zahlen im dualen Studium seit Jahren zu, auch das ist im Bericht nachzulesen. Ausgeblendet wird jedoch immer noch, dass es Berufsausbildungen gibt, die nicht vom Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung erfasst werden. Das sind nicht nur die Gesundheitsberufe, sondern auch die vielen anderen nach Landesrecht geregelten schulischen Berufsausbildungen. Und im vergangenen Jahr haben, auch das steht im Bericht, 234.000 junge Menschen eine solche Ausbildung begonnen. Rechnet man die zu den 520.000 Ausbildungen im dualen Bereich hinzu, dann kann man doch nicht von einer zu hohen Studierneigung reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Jahren weist der Berufsbildungsbericht auch aus, welche beruflichen Perspektiven Menschen mit Behinderung in unserem Lande haben. Noch im Jahre 2008, also vor der UN-Behindertenkonvention, wurden sie hauptsächlich auf die Maßnahmen des Übergangsbereiches verwiesen. Das hat sich nun geändert. Im Berufsbildungsbericht wird seitdem und immer stärker ausdrücklich darauf verwiesen, dass Menschen mit Behinderungen alle anerkannten Ausbildungsberufe aufnehmen können, die ihnen zur Verfügung stehen. Und außerdem steht noch drin, wenn ihnen das wegen des Grades ihrer Behinderung nicht möglich ist, und jetzt Zitat, sollen die zuständigen Stellen aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe besondere Ausbildungsregelungen entwickeln. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion, allerdings er ist noch sehr mager. Einer jungen Frau im Rollstuhl wurde zum Beispiel im Rahmen der Berufsausbildung geraten, statt des gewünschten Germanistikstudiums lieber eine Uhrmacherlehre anzutreten. Und als sie sich weigerte, wurde sie zum psychologischen Dienst geschickt. Wenn das Ergebnis von Berufsberatung ist, läuft etwas falsch. Keine Sorge, die junge Frau hat sich durchgesetzt, auch dank ihrer Lehrerin. Aber wie vielen gelingt dies nicht? Und darum haben wir Ihnen einen Antrag zur Durchsetzung von Inklusion im Bereich der beruflichen Bildung vorgelegt. Hier ist Inklusion vielleicht schwerer umzusetzen als in anderen Bildungsbereichen, das will ich gerne zugestehen. Aber wenn es uns wichtig ist, dass jeder junge Mensch eine berufliche Zukunft in unserem Lande haben soll, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass jeder junge Mensch eine entsprechende Ausbildung bekommen kann. Und dabei dürfen nicht nur wenige Berufe für Menschen mit Handicaps zur Verfügung stehen, sondern die freie Berufswahl muss auch hier gelten. Die entsprechenden Voraussetzungen müssen geschaffen werden und die nötigen Unterstützungsleistungen müssen dann auch gewährt werden.
Das ist noch ein weiter Weg, denn darauf muss sich nicht nur das Bildungssystem, sondern auch die Arbeitswelt einstellen, die Unternehmen vor allem und alle, die brauchen eine bestimmte Unterstützung. Und weil es nicht ganz einfach ist, das durchzusetzen, fangen wir auch nicht mit der reinen Lehre und den Maximalförderungen an, sondern versuchen, Wege zu öffnen, auch in der Berufsausbildung zu einer inklusiven Gesellschaft zu kommen, also zu einer Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt. Das erfordert Maßnahmen der Weiterbildung für Lehrkräfte, des Ausbildungspersonals, auch für sachkundigere Beratung im Übrigen. Und leider kann man im Moment noch nicht absehen, ob das Teilhabegesetz, das nun auf den Weg gebracht wird, hier irgendeine Verbesserung bringt. Wir sehen sie noch nicht. Ich hoffe da im Zuge der Debatte, die wir noch haben werden, auf mehr Verständnis. Und im Übrigen, und das vielleicht zum Letzt, angesichts der vielen Fehlstellen, von denen ich nur wenige nennen konnte, kann ich nicht verstehen, warum die Bundesregierung so wenig Novellierungsbedarf beim Berufsbildungsgesetz sieht. Und ich kann nicht verstehen, wieso das auch noch zum Ende der Wahlperiode verschoben werden soll, nach den Planungen, die uns zumindest bekannt sind. Das sieht so aus, als wollen Sie es eigentlich nicht haben. Ich halte das für falsch. Die Herausforderungen sind groß und wir müssen sie leisten. Da gehört das Berufsbildungsgesetz dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht der Rosemarie Hein war das für die Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Rainer Spiering für die SPD. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei aller Kritik, die Berufsausbildung in Deutschland ist das erfolgreichste und beste Berufsausbildungssystem der Welt. Und das mit einer Bankrotterklärung zu vergleichen, halte ich für sachlich falsch. Und ich finde, wir sollten verbal bei diesem wichtigen Gesetz auch ein bisschen abrüsten. Das System ist beweglich, es ist zeitangepasst, veränderungswillig und ein atmendes System. Es tut dem Wirtschafts- und Sozialsystem Deutschland gut. Und Frau Hein, ich kenne Ihre Neigung, unser Berufsbildungssystem so zu dokumentieren, wie Sie das eben gemacht haben. Ich sage mal ganz deutlich, auf den zentralistischen, sozialistischen Ansatz, das Berufsbildungssystem so zu verändern, würde ich gerne verzichten. Berufsausbildung ist nachhaltige Standort, Zukunftspolitik und Ausbildung ist vor allen Dingen Arbeitsmarkt. Und so sollten wir es auch sehen. Und Arbeitsmarkt ist auch atmend. Weil es ein atmendes System ist, braucht es auch ein atmendes Gesetz. Und das Berufsbildungsgesetz ist immer wieder verändert worden und zeitangepasst worden, weil sich unsere Berufsausbildung ständig verändert hat. Es gibt ein Zitat aus dem Berufsbildungsgesetz. Das BMBF hat 2015 das Berufsbildungsgesetz unter Beteiligung der relevanten Berufsbildungsakteure und des Deutschen Bundestages evaluiert und prüft zurzeit gesetzliche Anpassungsnotwendigkeiten. Gut so. Hier sollten wir Geistiger und Motor sein und Antreiber. Ich möchte vier Punkte nennen, über die wir, finde ich, gut diskutieren könnten, ob wir uns da dem Berufsbildungsgesetz zuwenden können. Und zwar sind das relativ einfache Veränderungen und ich glaube, dass sie allen Beteiligten gut tun. Wir haben einen Passus im Berufsbildungsgesetz, wo unter 18-Jährigen und über 18-Jährigen bei der Schulzeit unterschieden wird. Das ist nicht mehr zeitgemäß, weil viele unter 18 und sehr viele über 18 ins Berufsleben eintreten. Und da über das Berufsbildungsgesetz einen Unterschied zu machen, halte ich sachlich und fachlich für falsch und tut der Ausbildung nicht gut. Der nächste Punkt, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Berufsbildung und vor allem die Prüfung ist in hohem Maße von Ehrenamt abhängig. Willy Brase hat immer wieder auf die besondere Bedeutung des Ehrenamtes hingewiesen. Und er hat natürlich recht. Und jetzt stellen wir uns mal die Situation eines Handwerksmeisters vor, der in einer guten konjunkturellen Situation ist und seine besten Leute zur Prüfung abstellen muss. Das bedeutet, dass der in eine Bredouille gerät. Und ich kann eigentlich nicht einsehen, warum wir die Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes nicht wahrnehmen, um das Ehrenamt an zwei Stellen zu unterstützen. Einmal, indem wir die Kosten, die entstehen, den entsprechenden Kammern zuordnen. Das können die über die Prüfungskosten gut erledigen. Und dann zum Zweiten, indem wir festlegen, wie die rechtliche Stellung der Freistellung abzulaufen hat. Und das können wir im Einvernehmen wunderbar machen und auch ein Signal nach Deutschland rausschicken. Uns ist Ehrenamt wichtig und Berufsbildungsprüfung ohne Ehrenamt ist nicht möglich. Und deswegen würde ich es dort gerne anfassen. Letzter Punkt, mein persönliches Anliegen.
Wir haben ungefähr 50.000 junge Menschen, die in eine zweijährige Berufsausbildung eingestiegen sind. Das hat vielfältige Gründe. Im Übrigen sehe ich auch die zweijährige Ausbildung durchaus als große Chance für Menschen, die zu uns kommen. Wir wissen aber, und wir führen ja auch eine sehr erbitterte Rentendebatte, und wir wissen, dass die Menschen, die in Tariflöhne einsteigen, die schlecht sind, in Zukunft bei der Rente noch viel schlechter dabei wegkommen. Und wenn ich jetzt eine zweijährige Ausbildung absolviere, bin ich im Tarifmäßigen ganz, ganz weit unterm Feld. Und ich würde diesen jungen Menschen wirklich nicht die Chance verbauen, auf Dauer gutes Geld verdienen zu können und auch eine gute Rente zu bekommen. Und insofern kann ich nur dringend dazu anraten, das Berufsbildungsgesetz derart zu verändern, dass nach einer zweijährigen begonnenen Ausbildung das Muster drin steht, dass sie auch eine dreieinhalbjährige Ausbildung bekommen können. Das sind vier Punkte, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir das Berufsbildungsgesetz verändern und anpacken können. Und jetzt lassen Sie mich, Thomas, danke für den Hinweis, zu der zweiten Säule der Berufsbildung kommen. Das ist die Berufsschule. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es uns nicht gelingt, die Berufsschule so in den Fokus zu lenken, wie sie eigentlich gehört. Das ist die größte eigenständige Schulform, die wir in Deutschland haben. Es ist die innovativste, mit die wir haben. Es ist mit die leistungsstärkste, die wir haben. An fast allen berufsbildenden Schulen gibt es auch die Möglichkeit, unterschiedliche Qualifikationen von Abschlüssen zu erreichen. Man findet das übrigens im Berufsbildungsbericht, dass ein Großteil des Übergangssystems über die Berufsschulen geführt werden. Aber sie werden im Berufsbildungsbericht nur genau an der Stelle aufgeführt. Ich bedauere das. Warum wird nicht die Berufsschule dargestellt mit den Leistungsfähigkeiten, die sie hat? Und deswegen kann ich hier an das Hohe Haus nur appellieren. Lassen Sie die Berufsschule in den Fokus gelangen, in den sie gehört. Das würde nämlich auch bedeuten, dass alle, die in ein schulisches System eintreten und Berufsschule wahrnehmen, auch einen anderen Fokus darauf nehmen. Und wenn Sie einen anderen Fokus nehmen, dann nehmen Sie auch die Möglichkeiten der Berufsbildung ganz anders wahr. Und wir haben ein Positionspapier als SPD geschrieben, in dem wir die Möglichkeiten, die wir haben, aber auch die Aufgaben, die wir haben, beschrieben. Ich habe das hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Lassen Sie uns die universitäre Lehrerausbildung stärken, massiv stärken. Mittlerweile kommen die Rückmeldungen, die deutlich sagen, ja, wir können uns ums Handwerkszeug der universitären Lehrerausbildung im Bereich Methodik, Didaktik ernsthaft deutlich mehr kümmern. Dann brauchen wir aber Geldmittel dafür. Und lieber Thomas, das Berufsbildungsgesetz, Berufsschule, ist eine deutsche Angelegenheit. Ich glaube, es ist sich zu einfach gemacht, den Ländern zu sagen, wir wollen das, seht mal zu, dass ihr damit klarkommt. Ich finde das nicht richtig. Ich glaube, das ist eine bundesweite Angelegenheit und es ist auch eine Angelegenheit, die wir bundesweit werden regeln müssen. Wenn wir über Industrie 4.0 und Deutschland sprechen, dann wissen wir, dass wir dort unglaubliche Herausforderungen haben. Und ich glaube, dass als Träger der berufsbildenden Schulen die kreisfreien Städte, die Kreise überfordert sind. Es gibt Regionen in Deutschland, die das können, aber es gibt in Deutschland auch Regionen, die das nicht können. Und dann muss der Gesetzgeber, nämlich das deutsche Parlament, dafür Sorge tragen, dass diese Benachteiligung, die es übrigens nach dem Grundgesetz gar nicht geben darf, dass die ausgeglichen wird. Lassen Sie uns also im gemeinsamen Interesse Geld in die Hand nehmen, um die technische und zukunftsorientierte Ausstattung von Berufsschulen massiv zu stärken. Auch das finden Sie in unserem Positionspapier. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Berufsschule ist Innovationsaggregat, ist integratives System, ist die größte eigenständige Schulform. Wir haben mit die größte Einflussmöglichkeit, weil Schule Staat ist oder Staat Schule ist. Es ist ein offenes Schulsystem. Die beruflichen Abschlüsse sind weltweit anerkannt. Und wer die Berufsschule stärkt, stärkt den Standort Deutschland, sichert unsere Zukunft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Soweit Rainer Spiering für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Beate Walter-Rosenheimer, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Jugendpolitik und Ausbildung ihrer Fraktion. Frau Ministerin, liebe Kollegen und Kolleginnen und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind so gut wie noch nie. Das war Ihre Botschaft an die jungen Menschen, nachdem das Kabinett den Berufsbildungsbericht beschlossen hatte. Und natürlich stimmt das für viele auch. Aber ich frage mich, ich frage mich ernsthaft, ob sich nicht trotzdem die eine oder der andere Jugendliche die Augen gerieben hat,
verwundert die Augen gerieben hat, zum Beispiel die 21.000 Jugendlichen, die bei ihrer Suche komplett leer ausgegangen sind, oder die 271.000 Jugendlichen, die statt an der Werkbank in den Warteschleifen des Übergangssystems gelandet sind. Für all diese jungen Männer und Frauen ist der Traum von einer Berufsausbildung nämlich geplatzt. 21.000, 41.000, 271.000, das sind nicht nur Zahlen in einer Statistik, die Sie schönreden können. Nein, dahinter verbergen sich 21.000 junge Menschen, die enttäuscht sind. Dahinter verbergen sich 41.000 Betriebe, die um ihre Zukunft fürchten. Und dahinter verbergen sich 271.000 ungenutzte Chancen für junge Männer und Frauen, deren Leistungen im Übergangssystem ohne Abschluss, ohne Anschluss und ohne Anerkennung bleiben. Auch diesen jungen Menschen müssen wir Perspektiven aufzeigen. Und sehr geehrte Frau Ministerin, wenn Sie trotzdem glauben, dass alles sei in bester Ordnung, dann kann ich nur sagen, was Sie für den Gipfel halten, das ist nur eine Etappe. Das kann nur eine Etappe sein auf diesem Weg. Nehmen wir zum Beispiel die Allianz für Aus- und Weiterbildung. Im Dezember 2014 haben Sie, sorry, mit großem Tamtam diese ins Leben gerufen. Ein Jahr später wollten Sie nicht mal mehr die übliche Pressekonferenz dazu abhalten, vielleicht weil Sie genau wussten, dass ganz zentrale Zusagen nicht eingehalten wurden. Die Wirtschaft wollte 20.000 zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Es wurden gerade mal 7.300 bei der BA gemeldet. Das ist zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben angekündigt, die assistierte Ausbildung zu verstetigen. Ich frage Sie, warum läuft es dann immer noch als Modellprojekt? Und im Koalitionsvertrag haben Sie Hunderttausenden Jugendlichen vollmundig eine Ausbildungsgarantie versprochen. Aber auch das war nicht mehr als ein Papiertiger. Sie geben ja selbst zu, dass die Ausbildungsgarantie in der Allianz zu einem Ausbildungspfad geschrumpft ist. Schaffen Sie doch endlich breite Wege und stabile Brücken für alle Jugendlichen. Im Berufsbildungsbericht steht doch schwarz auf weiß, Jugendliche und Betriebe, wir haben es heute auch schon gehört, finden immer seltener zusammen. Das sind in meinen Augen keine kleineren Passungsprobleme, nein, das sind strukturelle Probleme. Da ist auch nicht der demografische Wandel dran schuld. Da muss man Strukturen verändern und ich finde, das haben Sie verschlafen. Der Übergangsbereich ist wieder angewachsen. Kaum eine der Maßnahmen führt zum Abschluss, kaum eines der vielen Programme ist anschlussfähig. Die Jugendlichen sind zwar dann aus der Statistik raus, aber rein in die Betriebe kommen sie deshalb noch lange nicht. Packen Sie doch dieses Problem endlich an, formen Sie aus dem Durcheinander an dem Übergang Schule-Beruf eine echte Ausbildungsgarantie. Meine Fraktion hat bereits im letzten Jahr einen sehr konkreten Vorschlag dazu gemacht, wie eine solche Ausbildungsgarantie aussehen kann. Die Probleme im Übergangssystem müssen jetzt gelöst werden. Es kann nicht sein, dass Hunderttausende Jugendliche im nächsten Ausbildungsjahr im Regen stehen. In unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, noch vor der Sommerpause Antworten auf die drängenden Fragen zu geben. Wie möchten Sie die Ausbildungsbereitschaft von kleinen und kleinsten Betrieben steigern? Und was ist Ihr Plan für das Übergangssystem? Es kostet jedes Jahr 4 Milliarden Euro, bringt aber kaum einen der Jugendlichen einem Abschluss wirklich nahe. Haben Sie denn immer noch nicht gemerkt, dass Sie da einen toten Gaul reiten? Steigen Sie doch ab und wagen Sie einen Neuanfang in eine andere Richtung. Ich habe ja die Vermutung, dass sich Ihr politischer Gestaltungswille schon zu Beginn des Jahres in die Sommerpause verabschiedet hat. Und das zeigt sich nicht nur an den fehlenden Konzepten im Übergangsbereich. Auch die Reform des Berufsbildungsgesetzes erinnert ja ein bisschen an Warten auf Godot. Hier hätten Sie ja mal die Möglichkeit, das Thema der Ausbildungsqualität stark zu machen. Die Unionsfraktion sieht dabei anscheinend keinen Handlungsbedarf mehr. Ja, liebe Kollegen und Kolleginnen von der SPD, da Sie sich ja gerade darüber so amüsieren, das ist doch euer Thema. Ausbildungsqualität. Das muss doch ein Herzensanliegen der SPD sein. Wenn Sie da Unterstützung brauchen, dann garantiere ich, meine Fraktion ist da ganz gerne zur Zusammenarbeit bereit. Vor genau einer Woche haben wir hier im Plenum über wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der beruflichen Bildung diskutiert, die Integration der vielen Geflüchteten. Sie haben uns ein Integrationsgesetz vorgelegt, das in unseren Augen den Namen eigentlich nicht verdient. Ich bestreite nicht, dass darin Verbesserungen sind
und dass es auch Erleichterungen bei der Ausbildungs- und Arbeitsmarktförderung gibt. Und das war auch längst überfällig. Das Problem ist aber, dass Sie auf halber Strecke stehen geblieben sind. Noch immer unterscheiden Sie ziemlich willkürlich zwischen Menschen mit sogenannter guter und schlechter Bleibeperspektive. Dieser Irrsinn führt dazu, dass eine große Gruppe von Geflüchteten per Definition von früher Integration und Bildung ausgeschlossen wird. Sie wissen aber doch ganz genau, dass viele Menschen aus Afghanistan oder Pakistan letztendlich ein Aufenthaltsrecht erhalten. Und trotzdem verweigern Sie ihnen die frühe Teilhabe durch Bildung. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, finde ich unverantwortlich. Mit Ihrer kleinkarierten Differenzierung nach Aufenthaltsstatus und Bleibeperspektive beschäftigen Sie vor allem Juristen und Sozialexperten. Sie bringen damit aber kaum einen Geflüchteten in Beschäftigung. Genau das muss aber das Ziel sein. Wir Grünen halten diesem integrationspolitischen Murks eine deutliche Botschaft entgegen. Nämlich jede und jeder hat das Recht auf eine gute Ausbildung, und dieses Recht gilt für alle, auch für Geflüchtete, egal woher sie kommen. Gewährleisten Sie das Recht auf Bildung für alle. Schaffen Sie endlich gute und frühe Integrationsangebote, verknüpfen Sie Sprachförderung mit betrieblicher Praxis. Nur so lernen die Geflüchteten, was sie im Betrieb brauchen, und dann nützt es auch unserem Land, und dann kommt das Geld auch wieder zurück. Herkunft, sehr geehrte Damen und Herren, darf im Jahr 2016 nicht mehr über Zukunft entscheiden. Nun noch einige Worte zu dem Antrag der Linksfraktion inklusive Bildung, liebe Kollegin Hein. Das ist auch uns ein zentrales Anliegen. Inklusion ist natürlich weit mehr als die Ausbildung von Menschen mit Behinderungen. Inklusion bedeutet genau Chancengerechtigkeit. Sie bedeutet Stärkung von Kompetenzen statt Sanktionierung von Schwächen. Sie meint offene Teilhabemöglichkeiten und fördert das Miteinander. Da geben wir Ihnen in allem recht. Über einzelne Forderungen aus Ihrem Antrag wollen wir dann aber im Ausschuss gerne noch mal diskutieren. Wir nehmen auch zur Kenntnis, liebe Kollegen und Kolleginnen der Koalition, dass Sie in diesem Jahr gar keinen eigenen Antrag eingebracht haben. Vielleicht lehnen Sie sich ja jetzt ganz bequem in Ihren Stühlen zurück und denken, unsere Bundesregierung tut ja ihr Bestes. Ich bin überzeugt, und damit bin ich auch am Ende meiner Rede, es ist sinnlos, gebetsmühlenartig zu sagen, wir tun unser Bestes. Es muss Ihnen gelingen, das zu tun, was erforderlich ist. Vielen Dank. Für die Bundesregierung spricht jetzt Beate Walter-Rosenheimer, Bündnis 90 Die Grünen war das. Jetzt die zuständige Ministerin Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sie gehört der CDU an. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema, worüber wir sprechen, ist natürlich volkswirtschaftlich wichtig. Fachkräfte, Fachkräftemangel, alles klar. Aber ganz entscheidend ist, und das sage ich jetzt in Richtung der jungen Leute, die auch heute hier sind und zuhören, es ist für den einzelnen Jugendlichen die Riesenchance, und es ist, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, für sein Lebensglück entscheidend, dass er eine Ausbildung macht. Das sichert ihm zu, dass er über viele Jahre die Chance hat, in Arbeit zu sein, selbstbestimmt zu leben. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist das für uns hier in diesem Raum ein ganz zentrales Thema. Ja, und im Berufsbildungsbericht stehen 41.000 unbesetzte Stellen. Die stehen zur Verfügung. Die warten auf junge Leute, die Lust und Interesse haben. Und ich muss sagen zu diesen Stellen, Dank. Dank, dezidierten Dank an die Wirtschaft, auch wenn das manche hier vielleicht nicht gerne hören. Wenn man sich mal anschaut, seit 2005 bis jetzt, ist die Zahl der nicht studierfähigen jungen Leute, also die nicht generell zum Studium die Voraussetzungen haben, also Abitur oder Ähnliches, das heißt die Hauptklientel für die duale Ausbildung ist seit 2005 um 22% gesunken, Tausende weniger, und in derselben Zeit ist die Zahl der Ausbildungsplätze um 9% gesunken. Das heißt, die Wirtschaft hat weit über das, was sie normalerweise machen, Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Und klar haben wir in der Allianz das Versprechen der Wirtschaftsseite, wir stellen 20.000 Plätze mehr zur Verfügung. Das ist im letzten Jahr noch nicht geschafft worden. Wir haben die neuen Zahlen, die Sie alle sehen, die öffentlich zur Verfügung stehen, dass jetzt im Mai gemeldet wird vom Statistischen Bundesamt, dass wir im Vergleich zum Mai des letzten Jahres 18.000 mehr haben, sodass wir davon ausgehen, es geht in diese Richtung. Im letzten Jahr ist es noch nicht erreicht worden.
Und ein dritter Punkt, Flüchtlinge. Sie haben mal einen Vorschlag gemacht, den fand ich ganz erstaunlich, weil er so ähnlich war, wie wir uns das gedacht haben. Nicht als Anregung, wir waren schon weiter. Aber wir haben dieses Programm, Flüchtlinge, Berufsorientierung, Flüchtlinge ins Handwerk zu bringen, eine handwerkliche Ausbildung. Und da ist Bedingung am Ende, dass das Handwerk bundesweit ganz konkret 10.000 Plätze nachweist, jeden einzelnen. Wir sind gestartet am 1. April. Wir haben jetzt 9.000 Plätze, die das Handwerk heute schon zur Verfügung stellt. Und natürlich haben wir Probleme. Und die 41.000 unbesetzten Plätze, das bedeutet natürlich schlimme Auswirkungen in den Betrieben, wo der Nachwuchs fehlt. Aber es ist nicht ein lächerliches Passungsproblem. Das ist ein grundlegendes Problem. Und das will ich mal zwei, drei Punkte nennen. Wir haben ganz gravierende regionale Unterschiede. Wir haben Bereiche im Süden Deutschlands, da suchen die jungen Leute Ausbildungsplätze. Und wir haben zum Beispiel das wunderschöne Mecklenburg-Vorpommern oder andere Bereiche, die kriegen keine Ausbildungsplätze. Ein Malermeister jahrelang keine. Das heißt, diese regionalen Unterschiede. Und deswegen ist das, was uns beim Hochschulpakt gelungen ist. Als wir damals den Hochschulpakt begonnen haben, war es so, dass kaum jemand von Saarbrücken nach Frankfurt-Oder oder so wollte, haben wir bestens geregelt. Wir haben 30-40% aus den alten Bundesländern. Und deswegen ist Mobilität auch für diejenigen in der beruflichen Ausbildung ganz wichtig. Und natürlich muss man das anschieben. Das passiert nicht von selbst. Und das macht auch nicht der einzelne Handwerksmeister. Und deswegen haben wir gestartet im Bereich Jobstarter einen großen Versuch, um Mobilität, auch in der BA wird das gemacht, im Arbeitsministerium, um Mobilität zu fördern. Und die muss wieder anders sein zum Teil als bei Studenten, die schon über 20 oder anderes sind, wenn die jungen Leute 16 sind. Und natürlich ist es so, wenn man sich anguckt, wer bildet nicht aus, dann sind es vor allen Dingen die kleinen Betriebe. Das haben wir jetzt jahrelang gesagt. Und wir haben jetzt überlegt, was kann man konkret machen, und haben gestartet eine erste Phase, um die Kleinen wieder zu motivieren und zu unterstützen. Zum Beispiel, dass drei Betriebe gemeinsam ausbilden, weil nicht alle Bereiche vorhalten können. Zum Teil auch durch geschicktere Werbung für das, was sie haben an attraktiven Ausbildungen, was man kaum kennt. Das läuft. Das ist nichts, was man fördern muss. Wie groß die Erfolge und die Effekte sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es ein Punkt, der uns wichtig ist. Und bei dem Passungsproblem ist das Allerentscheidendste, dass man präventiv und individuell berät. Und das Element, was wir getestet haben über Jahre, waren die Bildungsketten, diese individuelle präventive Beratung, in vielen Versuchen am Beispiel. Und jetzt haben wir, sage ich, Frau Nahles und ich, über 1 Milliarde und machen es flächendeckend, aber nicht nur alleine, sondern mit den Ländern. Wir haben jedem Bundesland, jedem Kultusminister, habe ich geschrieben, wir haben die und die Möglichkeiten. Was wollt ihr in eurem Land? Wir unterstützen, dass alle in diese Bildungsketten kommen, also Beratung 7., 8. Klasse. Und allen Angeboten, wir möchten gerne, dass das auch im Gymnasium stattfindet. Und wir haben eine Reihe von Bundesländern, da sind die Vereinbarungen von mir, von Frau Nahles, von der BA, von den entsprechenden Landesministern oder Ministerpräsidenten unterschrieben, zum Beispiel Hamburg, zum Beispiel Hessen, Rheinland-Pfalz. Da geht es also nicht um Klein-Klein, sondern flächendeckend ein Instrument, was gut ist. Und das ist kein kleines Problem und auch finanziell kein kleines Problem. Das Übergangssystem. Frau Hein, ich schätze, dass Sie die Dinge lesen und wirklich kundig sind. Umso verwunderter bin ich dann immer, wenn Sie Dinge sagen, die Sie eigentlich, weil Sie es ja lesen, besser wissen müssten und auch wissen. Und das Übergangssystem, um es mal klarzustellen, das ist keine Wartehalle, wo die einfach rumsitzen, und keine Abschiebebahnhof. Im Übergangssystem sind zum Beispiel alle die Erzieherin werden wollen und ihr Pflichtpraktikum machen. Die zählen zum Übergangssystem. Das sind noch keine Abgeschobenen, sondern die kriegen an der Stelle die Chance. Die brauchen das Pflichtpraktikum, um Erzieherin zu werden. Die gehören zum Übergangssystem. Und ansonsten ist die Intention des Übergangssystems, und das in Größenordnung, und das ist die Intention des Übergangssystems, dass man Chancen eröffnet, dass die aus der Schule kommen, da vielleicht keine Lust hatten, die Möglichkeit haben, dazuzulernen, spezielle Qualifikationen. 30% alle, die im Übergangssystem sind, haben in den letzten Jahren ihren Schulabschluss entweder nachgeholt oder verbessert. Und das ist sozusagen, das ist der Sinn. Natürlich bin ich der Meinung, dass über Jahre im Übergangssystem auch sozusagen Wartehallen waren.
Da sind wir aber weit weg davon. Es waren mal 460.000. Jetzt sind wir 270.000. Aber ich will es nicht so immer diskreditieren von Ihnen, sondern ich will sagen, das ist eine Chance und wir müssen dafür sorgen, dass in dieses Übergangssystem die kommen, die es wirklich brauchen, damit sie eben die Chance haben auf eine Ausbildung. Und was die Jugendlichen mit Behinderungen anbetrifft, da denke ich, gilt das, was zur Inklusion gesagt wurde im Bildungsbericht, wo mal eingeschätzt wurde, wo stehen wir in Deutschland, was sollten wir machen. Und das waren Bildungswissenschaftler, wo ich ja, gut, skeptisch war und dann in den Empfehlungen gesehen habe, die haben sehr behutsam empfohlen und die haben uns eine Warnung ins Stammbuch geschrieben. Nicht gucken, was machen die in den USA und sagen, wir müssen das so und so machen, sondern bei unserem gewachsenen System schauen, was müssen wir machen, um Inklusion zu realisieren. Und das heißt natürlich auch in der beruflichen Ausbildung, und ich denke, da sind wir die Ausbildungsbausteine, die Sie genannt haben, sind wir jetzt bei 22, haben wir extra sozusagen das BIP beauftragt, neue zu entwickeln. Wir haben die Fachpraktikantenausbildung für diejenigen, die eben nicht in eine normale Ausbildung sofort kommen, keine. Aber diejenigen, die die Voraussetzungen wirklich nicht erfüllen, für die haben wir in Deutschland etwas Spezielles. Und das sind die geschützten Werkstätten. Und auch wenn sie die im Rest der Welt nicht haben, finde ich, dass wir für diese jungen Menschen als reiche Nation das auch weiterhin vorhalten müssen. Und natürlich geht es bei dem ganzen Thema um Professionalisierung. Da geht es um Weiterbildung. Und ich bin Herrn Spiering also ganz entschieden Ihrer Meinung, dass der Bereich der Berufsschullehrer, das sind immer die Plätze, die noch frei sind in den Hochschulen, was gar nicht so viele studieren wollen. Und deswegen haben wir beim Qualitätspakt Lehre besonders gehofft und auch motiviert, dass in diesem Bereich der Berufsschullehrer viele Projekte kommen. Ist aber nicht so passiert. Wir haben einige, aber es ist nicht so passiert. Und wir haben, was den Bereich Inklusion anbetrifft, zum Beispiel jetzt im Februar gestartet, ein Forschungsprojekt, weil viel Forschungsbedarf besteht. Das wird zugestanden von allen Wissenschaftlern. Wie macht man es richtig? Und man kann Dinge auch sehr falsch machen. Ich erinnere daran, Sprachbildung vor der Schule. Alle haben Geld ausgegeben, Effekte gering. Und deswegen muss man auch forschen, damit man die richtigen Dinge dann macht. Wir haben jetzt zum Beispiel begonnen, im Februar, März haben wir ausgeschrieben, ein großes Forschungsprogramm zur Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte für inklusive Bildung in allen, über alle Bildungsbereiche, als ganz konkrete Leistung unseres Hauses. Und ich denke, meine Damen und Herren, wenn man einigermaßen fair ist, dann muss man sagen, dass wir in Deutschland nicht nur mit der dualen Ausbildung ein besonderes System haben, ein System, um das wir beneidet werden. Man muss sagen, dass wir auch Probleme haben, dass manche Probleme in den letzten Jahren gewachsen sind und dass es schwierig genug wird, die jungen Flüchtlinge in dieses Ausbildungssystem zu bekommen und nicht dafür zu sorgen, dass sie eine Ausbildung dritter Klasse haben, weil das wird sie lebenslang prägen, sondern wirklich, wenn sie in dieser Gesellschaft integriert werden will, dann geht das stark über Arbeit und damit über ordentliche Ausbildung. Das sind Herausforderungen, die wir jetzt haben, die wir auch angehen. Aber, meine Damen und Herren, man kann auch mal sagen, wir haben eine Menge erreicht. Vielen Dank. Die Kollegin Rosemarie Hein hat hierzu meine Kurzintervention gebeten. Johanna Wanka war das für die Bundesregierung. Okay. Jetzt eine Kurzintervention von Rosemarie Hein, Linksfraktion. Natürlich lese ich die Zahlen und natürlich auch die Zusammensetzung des Übergangssystems. Und Sie haben vielleicht in einem Recht, die Pflichtpraktika für angehende Erzieherinnen gehören da nicht rein. Die müsste man möglicherweise anders verorten. Und das wäre vielleicht auch gelungen, hätten wir die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern ernster genommen, auch in diesem Hause. Haben wir aber nicht. Aber trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass die Zahlen im Übergangsbereich, selbst wenn man mal die Geflüchteten rausnimmt, die jetzt hinzugekommen sind und für den Anstieg gesorgt haben, nicht runtergehen. Und es sind eben von den 80.000 noch Suchenden 60.000, die sich mit einer Alternative abgefunden wurden oder sie sich selber gesucht haben, die in dieser Zeit eben etwas anderes machen, obwohl sie eigentlich eine Ausbildung beginnen wollten. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, genauso wie die 185.000 Menschen, die es in den vergangenen Jahren, 5 Jahren davor, schon einmal sich um einen Ausbildungsplatz, manchmal mehrmals, um einen Ausbildungsplatz beworben haben. Und das sind Probleme, die können Sie nicht mit vom Tisch wischen, wenngleich mir sehr bewusst ist, dass sich das Übergangssystem sehr unterschiedlich zusammensetzt. Frau Ministerin, bitte schön. Soweit Rosemarie Hein, jetzt die Ministerin Johanna Wanka in ihrer Antwort. War über viele Jahre fast eine halbe Million.
460.000. Und wir haben es über Jahre Schritt für Schritt reduziert. Das muss man anerkennen und nicht so tun, als ob das konstant ist. Ganz, ganz deutlich. Und wir haben zum Beispiel in der Allianz für Ausbildung, Aus- und Weiterbildung diese drei Wellen. Das heißt, meine jungen Leute, jetzt sind sie weg, man gibt die Zusicherung, dass jedem jungen Menschen, der in diesem Jahr am 30. September keine Ausbildung hat, drei Angebote bekommt, drei konkrete Angebote für eine betriebliche Ausbildung. Und das sind Dinge, glaube ich, da täten Sie gut daran, das auch wertzuschätzen, weil das für den Einzelnen ganz, ganz wichtig ist. Und weil Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier noch einen Satz zu sagen, was ich daneben fand, war Ihr Beispiel mit der Germanistin. Diese junge Frau kann Germanistik studieren, überall in der Bundesrepublik Deutschland, an all den Hochschulen, wo das nicht NC-belastet ist, und das ist an ganz vielen so, es gibt dort kaum NCs, die braucht dazu keine Beratung. Und dann braucht man auch nicht den Berufsberater, den sie eventuell gefragt hat, irgendwie zu diskreditieren. Das kann sie machen. Das kann sie machen. Dafür gibt es überhaupt keinen Hindernisgrund. Der Rollstuhl hat damit überhaupt nichts zu tun. Soweit also die Kurzintervention. Zunächst Rosemarie Hein von der Linksfraktion, dann Bundesministerin Johanna Wanka. Jetzt geht es weiter in der regulären Debatte mit Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Jugendlichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der erste Satz im Berufsbildungsbericht 2016 lautet: Die berufliche Aus- und Weiterbildung bildet eine wesentliche Grundlage für Wirtschaftswachstum, Wohlstand und sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Dieser Satz unterstreicht die große Bedeutung für die Potenziale des Erfolgsmodells duale Ausbildung für unsere Gesellschaft. Der Bericht zeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Aber zunächst die positiven. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsverträge steigt. Wir haben insgesamt mehr Ausbildungsstellen. Die Zahl der Anfänger in Übergangssysteme verringert sich seit 2005. Fazit: weniger Jugendlichen sind in der Warteschleife. Das ist gut so. Zu den Herausforderungen: Die Quote an Ausbildungsanfänger bei jugendlichen Migranten ging leicht auf 31,1% zurück. Damit liegt sie aber 25% unter der Quote deutscher Jugendlichen. Diese liegt bei 56,3%. Und die Zahl an Geflüchteten spiegelt sich noch nicht auf dem Arbeitsmarkt wider. Zudem, 50% der Geflüchteten sind jünger als 25. Es ist also mit einer steigenden Nachfrage nach beruflicher Orientierung und Ausbildung zu rechnen. Auch im Blick auf die Integration der Geflüchteten besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. Das positive Signal aber ist, die duale Ausbildung kann ihre Potenziale für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft voll entfalten. Dafür müssen wir Rahmenbedingungen verbessern. Was ist konkret zu tun? Aus meiner Sicht, wenn ich im Wahlkreis mit Eltern und mit Schülerinnen und Schülern mich unterhalte, geht es meistens ums Studieren. Eine Berufsausbildung haben viele völlig zu Unrecht gar nicht im Blick. Trotz vieler Maßnahmen, deshalb die Aktivitäten der dualen Ausbildung müssen gesteigert werden. Um die Potenziale und die Potenziale der Integration jüngerer Menschen mit Migrationshintergrund müssen wir stärker in den Blick nehmen. Denn ihnen gelingt der direkte Übergang in eine duale Ausbildung deutlich seltener als ihren Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Das liegt aber nicht nur an schlechteren Schulabschlüssen, wie das meistens behauptet wird. Die Aussichten von jugendlichen Migrationshintergrund auf einen Ausbildungsplatz sind erheblich geringer. Und das auch bei gleichen Leistungen. So bilden zum Beispiel aktuell nur 15% der ausbildungsaktiven Unternehmer Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus. Hier ist also Luft nach oben und hier muss gehandelt werden. Ein Ansatzpunkt ist, mit der 3+2-Regelung schaffen wir Rechtssicherheit für Unternehmer. Für die Gesamtdauer der Ausbildung erhalten Auszubildende
die schulische, in der schulischen und betrieblichen Ausbildung eine Duldung. Wir dürfen ebenfalls bei der Sprachbildung nicht nachlassen. Am besten ist die Kombination Sprachbildung und Betriebspraktika. Die Praxis zeigt also, das muss Hand in Hand gehen. Das Projekt in meinem Bundesland, duale Ausbildung in Sachsen-Anhalt, ist nur ein gutes Beispiel von vielen. Zwei Punkte spielen dabei für die Integration von Jugendlichen ins Bildungssystem eine Rolle. Einmal, Eltern und Unternehmer werden stärker für die Potenziale einer Ausbildung für junge Migranten sensibilisiert und die jungen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren auf Ausbildung vorbereitet und kontinuierlich begleitet. Abschließend spreche ich das Thema Anerkennung an. Das gestern verabschiedete Bericht hat gezeigt, die SPD hat recht. Es bestehen Förderlücken bei den Verfahrenskosten. Mit dem geplanten Programm sichern wir Folgendes ab. Unabhängig von Geldbeutel können vorhandene Qualifikationen anerkannt werden. Damit erhalten wir Potenziale und entfalten wir Gleichheit und Chancengleichheit und Potenziale. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der dualen Ausbildung und der Anerkennung beruflicher Qualifikationen haben wir hervorragendes Instrument in der Hand. So sichern wir Teilhabe und stärken wir sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Die Rede von Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Uta Heller, CDU/CSU. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Der uns vorliegende Berufsbildungsbericht 2016 beinhaltet erstmals eine Zusammenfassung der Bildungsintegration von Flüchtlingen. Vielen Dank dafür. Wir wissen, dass die Zuwanderung Schutzsuchender, vor allem junger Menschen, die Lage auf dem Ausbildungsmarkt verändern wird. Es ist eine Herausforderung, bei der wir aus Fehlern lernen müssen. Wir haben aber auch die Chance, es besser zu machen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich dieser Aufgabe als weiteren Schwerpunkt gewidmet. Bereits im September 2015 haben wir in unserer Erklärung gemeinsame Perspektiven von Flüchtlingen, erste Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration eingeleitet. Dazu gehören beispielsweise der Ausbau der Integrationskurse oder die berufsbezogene Sprachförderung. Die zuständigen Ministerien haben spezielle Programme, aber auch die Bündnisse sowie der Arbeitskreis Integration der CDU/CSU-Fraktion haben weitere Handlungsfelder erarbeitet. So hat das Ministerium für Bildung und Forschung ein Maßnahmenpaket für Flüchtlinge geschnürt. Damit investieren wir besonders in die berufliche Bildung. 130 Millionen haben wir Ende 2015 für Programme und Initiativen bereitgestellt. So konnte die Causa Servicestellen auf 24 Standorte erhöht werden. Sie informieren und beraten junge Asylbewerber, aber auch die Betriebe zur Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten. Zusätzlich haben wir Lernbegleiter für den Einsatz in den Einstiegskursen Deutsch beim Deutschen Volkshochschulverband qualifiziert, zusätzliche Bildungskoordinatoren für Flüchtlinge eingesetzt und regionale Servicebüros gegründet. Junge Flüchtlinge können so beim Übergang in das Berufsleben von uns gut begleitet werden. Wenn wir davon sprechen, dass im Jahr 2016 die Berufsausbildung fit für die Zukunft gemacht werden soll und Bildung für alle zu ermöglichen, müssen wir weiter an dieser Integrationsstrategie arbeiten. Das hat der Kollege Diaby auch bereits so gesagt. Ein Schritt zur weiteren Rechtssicherheit ist das Integrationsgesetz, das wir in erster Lesung behandelt haben. Es enthält Änderungen, die jungen Asylbewerbern und Geduldeten mit hoher Bleibperspektive den Zugang zu den Maßnahmen ausbildungsbegleitende Hilfe, Aktivierungshilfe für Jüngere und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen öffnet. In berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen können Sie fachspezifische Erfahrungen sammeln und gleichzeitig die deutsche Sprache lernen. Ich denke, das ist besonders wichtig. Aus diesem Grund haben wir die Mittel von 270 Millionen auf etwa 560 Millionen fast verdoppelt. Zusätzlich wurden mehr als 5.000
Deutschlehrer zertifiziert. Auch die Kursstunden und die Vergütung für Integrationslehrkräfte werden erhöht. Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive und auch Geduldete erhalten künftig die Sicherheit, nach erfolgreicher Ausbildung und einem nachfolgenden Beschäftigungsverhältnis weitere 2 Jahre in Deutschland zu bleiben. Auch das ist bei Ihnen gesagt worden, das ist die 3+2-Regelung und ich halte sie für gut und sie gibt uns Planungssicherheit. Sehr geehrte Damen und Herren, im März wies das Deutsche Wirtschaftsinstitut darauf hin, dass viele Unternehmen und Betriebe bereit sind, den Flüchtlingen Ausbildung und Arbeitsplätze anzubieten. Das sind positive Signale an uns. Unterstützen wir die Wirtschaft und das Handwerk in ihrem Bemühen. Für meinen Wahlkreis ist die Wohnsitzauflage ein Schritt in die richtige Richtung. Denn hier verlassen etwa 70% der Personen mit einem Aufenthaltsstatus bzw. mit bewilligtem Asylantrag wieder die Region. Und das ist schade. Was die Berufsbildung aller jungen Menschen betrifft, und das haben auch bereits mehrere Redner schon erwähnt, ich halte es aber dennoch für wichtig, es auch noch mal zu sagen, wünsche ich mir, dass zukünftig auf Länderebene und kommunaler Ebene die Belange von Berufsschulen besser wahrgenommen werden und deren Attraktivität gesteigert ist. Ich habe selbst auch mal in einer gearbeitet. Dazu gehört nicht nur eine moderne technische Ausstattung, sondern vor allem auch eine angemessene personelle Ausstattung. Zusätzlich müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Sprachlehrer flexibel und zeitnah, und hier betone ich besonders zeitnah, in der Berufsausbildung von jungen Flüchtlingen eingesetzt werden und jede Berufsschule auch Förderangebote für Benachteiligte sowie Angebote für Leistungsstärkere vorhält. Ich rufe die Länder auf, im Ranking ihrer Schullandschaft den Berufsschulen einen vorderen Platz einzuräumen. Eine deutliche Qualitätssteigerin in den Berufsschulen sowie gut ausgebildete Lehrer tragen maßgeblich dazu bei, die duale Berufsausbildung in Deutschland zu stärken. Und ich denke, meine Kolleginnen und Kollegen, das unterstelle ich mal, das ist unser aller Ziel. Vielen Dank. Uta Heller war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Martin Rabanus für die SPD. Liebe Frau Präsidentin, Matthias ist auch ein sehr schöner Name, zweifelsfrei. Es ist bei mir einfacher. Ich kann einfach sagen, Frau Präsidentin. Ich hätte gar nicht reagieren müssen, dass das ja gerade gewechselt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher auf den Besuchertribünen, ich möchte das Augenmerk im Rahmen dieser Debatte um den Berufsbildungsbericht gerne noch mal auf das Thema Weiterbildung lenken. Das Thema Weiterbildung, das dort auch überschrieben ist mit Anschluss und Aufstieg. Und damit ist auch das Spektrum, über das wir dabei reden, umrissen. Denn die Weiterbildung geht tatsächlich vom Erwerb von Grundkompetenzen, von Alphabetisierung, vom Nachholen erster Abschlüsse bis hin zu hochkomplexen, hochspezialisierten Weiterbildungen, die aufstiegsorientiert sind. Weiterbildung für private und für die berufliche Weiterentwicklung, Weiterbildung ein Leben lang, Weiterbildung auch für alle Menschen in unserem Land. Das ganze Spektrum bildet Weiterbildung ab. Und diese ist anschlussorientiert und aufstiegsorientiert. Und ich sage dazu, dass natürlich gerade vor dem Hintergrund von Digitalisierung und Wirtschaften 4.0 ist auch die Weiterbildung die notwendige Voraussetzung ist, um sich ebenso beruflich wie persönlich in der zukünftigen Welt dauerhaft behaupten zu können. Ich finde es deswegen auch, und auch das lesen wir in dem Bericht, ausgesprochen erfreulich, dass erstmals die Weiterbildungsbeteiligung der 18- bis 64-Jährigen bei 51% lag. Das ist ein Zeichen nach oben und das ist eine gute Entwicklung. Wie gehen wir also als Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Thema Weiterbildung um? Herr Dr. Feist, erstens, es ist eine Frage der Grundhaltung. Ja, wir gehen davon aus, dass die berufliche Bildung, die Weiterbildung und die akademische Bildung gleichwertig sind. Erster Punkt. Thank you.
Diese Gleichwertigkeit wird dann auch deutlich in den anderen Instrumenten, die wir haben, in dem, was wir politisch umsetzen. Sie wird formal deutlich im DQR, wo wir die unterschiedlichen Abschlüsse auch vergleichbar haben. Damit wird auch Transparenz hergestellt. Und diese Transparenz ist dann zweitens Grundlage für Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Systemen. Und nur dann können wir auch drittens die Bildungsketten, von denen schon gesprochen worden ist, entwickeln, die Qualifikationswege abgestimmt aufeinander, um Anschluss und Aufstieg sicherzustellen und damit viertens auch es zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, eben lebensbegleitend zu lernen und weiter zu lernen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Dezember 2014 haben wir mit der Allianz für Aus- und Weiterbildung als Koalition festgelegt, dass wir eben von der Nachqualifizierung bis zur Aufstiegsförderung Verbesserungen erreichen wollen. Und ich glaube, man kann das mit einigem Selbstbewusstsein auch sagen, das haben wir in den letzten Jahren auch getan. Gerade in der letzten Sitzungswoche haben wir das AWSTG, schrecklicher Name, aber ein wichtiges Instrument jetzt zur Förderung der Weiterbildung von Menschen ohne Abschluss auf den Weg gebracht. Im Frühjahr haben wir die substanzielle Meister-BAföG-Reform gemacht. Wir tun etwas für Anschluss und Aufstieg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben in der Tat viel gemacht und wir haben das auch erheblichen Summen unterlegt. Das kann man dann auch mal dazu sagen. Der Deutsche Bundestag als Haushaltsgesetzgeber stellt diese Mittel ja bereit. So haben wir im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung gemäß SGB 2015 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Alphabetisierung und Grundbildung aus dem BMBF 20 Millionen Euro. Spätstarter, Wegebau. Das Weiterbildungsprogramm für Geringqualifizierte mit einem Volumen von ungefähr 180 Millionen Euro. Wir haben ESF-kofinanzierte Programme in der Größenordnung von 200 Millionen Euro. Das AFBG habe ich genannt. Wir haben die Bildungsprämie, die Aufstiegs-, die Weiterbildungsstipendien, nochmal 130 Millionen Euro ungefähr im Volumen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir tun etwas für Anschluss und Aufstieg. Und zum Schluss möchte ich auch meinen herzlichen Dank ausrichten an das Bundesinstitut für Berufsbildung, an das Bundesbildungsministerium und alle beteiligten Ressorts für diesen Bericht. Ich möchte meinen Dank aussprechen für die geleistete Arbeit im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Und ich bin mir sicher, werte Kolleginnen auch der Opposition, wir werden in Zukunft muntere Debatten weiterführen über Ausbildung, über Weiterbildung. Und damit werden wir sicherlich die Dinge in unserem Land noch weiter voranbringen. Herzlichen Dank. Martin Rabanus war das für die SPD-Fraktion. Nächste und letzte Rednerin in dieser Debatte zum Thema berufliche Bildung ist jetzt Katrin Alpsteiger für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es hat wirklich nichts mit Schlechtreden zu tun, wenn wir sagen, um unsere berufliche Bildung, wie wir sie in Deutschland haben, beneiden uns andere Länder. Es ist ein Exportschlager. Genauso wenig hat es was mit Schlechtreden zu tun, wenn wir sagen, die berufliche Bildung hat einen besonderen Mix. Auf der einen Seite der an der Berufsschule stattfindende Teil und auf der anderen Seite der Teil, der in den Betrieben praktisch vor Ort stattfindet. Und dass das auch der Grund dafür ist, warum wir gerade hier in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern so eine geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Leider ist es noch nicht überall angekommen und genau deswegen sprechen wir hier auch darüber. Und es ist genau falsch, wenn Sie sagen, wir tun gerade so, wenn wir den Berufsbildungsbericht bewerten, wir würden alles nur in den Himmel loben und die Probleme nicht sehen. Das haben wir im Übrigen auch in den letzten Jahren nicht getan. Der Berufsbildungsbericht ist ein wesentliches Instrument dafür, dass wir uns selber fragen, was müssen wir denn noch alles tun? Und es ist so viel getan worden. Und wenn es nicht so wäre, dass wir den beruflichen Bildungsbericht so ernst nehmen würden, wie er in seiner Gänze da liegt, dann glaube ich, hätten wir nicht so viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie es tatsächlich geschehen ist. Einiges davon hat der Kollege Martin Rabanus ja auch schon erwähnt. Ich möchte einfach nur mal beispielgebend auch noch ein paar andere Punkte ansprechen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung, die wir auf den Weg gebracht haben. Das ist zwar eine Sache, wo sicherlich noch viel Arbeit drinsteckt, was ja auch extrem wichtig ist, dass an der Stelle noch miteinander gesprochen wird. Wo, an welcher anderen Stelle kommen denn alle Akteure zusammen?
Wenn wir da jetzt sagen, das ist alles schlecht und hier wurde noch nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, ja, dann liegt es vielleicht auch daran, dass es ein neues Instrument ist in der Art und Weise. Zweiter Punkt, Anerkennungsgesetz. Auch das ist noch nicht gefallen in der ganzen Diskussion. Es ist extrem erfolgreich. Es ist auch mitunter einzigartig hier bei uns in Deutschland. Wir haben es weiterentwickelt. Dritter Punkt, internationale Bildungskooperationen. Auch für den beruflichen Bereich ist das extrem wichtig. Stichwort BAföG-Reform, da haben wir was getan. Stichwort Erasmus Plus, und da wird auch noch einiges geschehen in dieser Legislaturperiode. Und es ist wichtig, deshalb darauf hinzuweisen, weil das auch ein Teil ist, der auch zur Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung beiträgt. Viertens, eine Maßnahme, die mir auch ganz besonders wichtig ist, Meister-BAföG. Was wir da alles an Geld reinstecken, zum 1.8.2016 werden die Förderleistungen deutlich erhöht und verbessert. Wir stecken in diesen Bereich in den nächsten 4 Jahren 245 Millionen Euro rein. Wenn das nichts ist, na, dann weiß ich wirklich auch nicht. Im Übrigen, Taktgeber für diese historische Verbesserung der beruflichen Weiterbildung war die CSU-Landesgruppe. Schon mit den Kräuter-Beschlüssen aus dem Januar 2015 haben wir hier einige Forderungen aufgestellt, die sich jetzt auch in den vergangenen Monaten in die Tat umgesetzt haben. Und das freut mich als CSUlerin ganz besonders. Vielen herzlichen Dank an meine Kollegen. Aber all diese Maßnahmen, die ich erwähnt habe, und ich könnte da jetzt noch ganz schön lange weitermachen, die müssen natürlich auch erstmal noch wirken. Geben wir Ihnen den neuen Punkten, die wir auf den Weg gebracht haben, doch ein bisschen Zeit. Auch das ist ganz wesentlich, und ich glaube, da tut sich auch schon einiges. Der Berufsbildungsbericht hat aber natürlich auch dieses Jahr wieder gezeigt, das haben auch die Fachkräfteberichte schon aus den vergangenen Jahren, dass es in einigen Branchen und in einigen Regionen besondere Herausforderungen gibt. Deswegen ist das Stichwort Matching hier noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben tatsächlich ein nicht ganz unerhebliches Problem, wenn es darum geht, auf der einen Seite den Schulmarkt, alle Absolventen, die davon kommen, tatsächlich in den Ausbildungsmarkt zu integrieren. Da gibt es, wie wir alle wissen, Stichwort 20.000 versus 40.000, ein kleines Problemchen oder größeres Problemchen. Aber ganz besonders stark ist die berufliche Bildung auch beim Matching zwischen Ausbildungsmarkt und Arbeitsmarkt. Das wird hier an der Stelle immer schön unterschlagen. Dabei ist es im Vergleich zu der akademischen Bildung und die Absolventen, die daher kommen, viel besser, weil der besondere Link zwischen der beruflichen Ausbildung und dem Arbeitsmarkt viel besser ist. Deswegen sage ich hier auch an der Stelle, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht überspezialisieren, auch in der beruflichen Ausbildung, wenngleich ich auch sagen muss, auch im studentischen Bereich ist das ein wesentlicher Punkt. Was wir wollen, die besten Köpfe in die Ausbildung zu kriegen. Da ist das Gymnasium ein wichtiger Ansprechpartner und all diejenigen, die darin sind. Die Studienberatung muss auch hier funktionieren für alle diejenigen, die aus dem Studium kommen, das aus welchen Gründen auch immer nicht weitermachen wollen. Die dürfen wir nicht verlieren, die brauchen wir, weil wir schließlich auch, gerade wenn es darum geht, spezialisierte Fachkräfte von morgen zu haben auf einem Niveau, das vielleicht nicht von jedem so erfüllt werden kann, gerade die Köpfe, die sind, um die wir uns kümmern müssen. Und da gab es ja auch einige Dinge, die schon angesprochen worden sind, Stichwort Chance Beruf. Und daneben sind natürlich auch diejenigen zu betrachten, die etwas schwächer sind, über die haben wir heute auch schon gesprochen, die assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen, alles Instrumente, die wir auf den Weg gebracht haben und die ihre Wirkung sicherlich zeigen werden und das auch schon getan haben. Ich komme zum Schluss. Das kann nicht alles gewesen sein. Wir haben viel gemacht, aber es wird sich auch noch einiges bewegen müssen, sei es beispielsweise im Bereich, ich habe es angesprochen, Auslandsmobilität oder sei es auch im wirklich wichtigen Bereich der Digitalisierung der beruflichen Bildung. Also insofern gehen uns die Ideen und die Aufgaben sicherlich nicht aus und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Vielen Dank. Soweit also Katrin Alpsteiger für die CDU-CSU-Fraktion. Sie war die letzte Rednerin in dieser Debatte des Deutschen Bundestages zum Berufsbildungsbericht 2016. Die Weiterberatung jetzt in den Ausschüssen.